Hey ho, hallo und herzlich willkommen zurück bei Harvest Moon Magical Melody. Wir waren gerade dabei, mit Dahlia rausreiten zu gehen, zu Maria, zu Theodor, zu Martha, zu all den lieben Leuten. Warum wischt er sich da jetzt über die Stirn? Ich weiß es nicht. Oder übers Kinn. Zu all den lieben Leuten. Dahlia schiebt uns wie immer raus. Das kennen wir ja schon. Um unsere Beziehung hier ein bisschen zu festigen. Das ist ja relativ wichtig. Ich frage mich eigentlich, wie es gerade um meine Gießkanne bestellt ist. Ja, das ist doch ordentlich. Das ist jetzt sicher schon so zwei Drittel, ne? Zwei Drittel ist ja... Ich meine immer, man könnte die Bürste aufwerten, aber ich weiß nicht, wie ich auf diesen Schmon sonst komme. Ich weiß es echt nicht. Ach ja, stimmt. Die haben ja hier echt... Die haben diesmal wirklich wenig angepflanzt. Also im Vergleich zum Sommer und zum Frühling ist das... Alter, Finne. Das ist ja kaum was. Ist ja richtig schade eigentlich. Es tut mir irgendwie leid für die. Ich wünschte, ich könnte helfen, aber ich glaube, ich kann da ehrlich nicht helfen. Also ich kann da tatsächlich nichts tun. Ich kann da ja nicht mal anbauen. Deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen sinnlos, da zu versuchen, was zu machen. Naja, dann erstmal zu Maria. Hi Maria, du, ich habe hier wunderbar gekochten Spinat. Ich habe mein Bestes gegeben, ihn zu kochen. Bitte sehr. Ich hoffe, er schmeckt dir. Oh, wie wunderbar. Ich nehme ihn an. Vielen Dank. Kein Ding, das ist doch gerne. Guten Tag. Es gibt verschiedene Arten von Lügen. Einige Lügen dienen dazu, keinen zu verletzen. Das ist schwierig. Ja, das stimmt. Also manchmal wirklich sind Lügen dann... Notlügen nennt man sie ja. Tatsächlich notwendig dann halt, damit man... Entweder um sich selbst zu retten oder um... Das Gegenüber zu schonen, eigentlich, ne? Bis später, Maria. Das ist echt immer so die Sache. Also ich selbst, unter anderem auch halt, weil ich eine Zwangsneurose habe, mag Lügen nicht so gerne. Also teilweise, ich konnte eine Zeit lang sogar gar nicht lügen. Das war insofern sehr schwierig, wenn mich jemand gefragt hat, wie es mir geht. Und dann musst du dir einen magersüchtigen... zwangsgestörten, dissoziativ, narzisstisch, persönlichkeitsgestörten Borderliner vorstellen. Ich finde, das klingt so komisch, wenn ich diese Krankheit, also dieses Krankheitsbild aufzähle, weil das einfach so zigtausend Begriffe sind hintereinander gereiht. Aber jedenfalls, der dann nicht sagen kann, ja, mir geht's gut, sondern tatsächlich einfach irgendwie was sagen muss, wie es ihm geht. Und dann habe ich immer versucht, mit so ganz komischen Sachen drumherum zu reden. Zum Beispiel immer sowas wie, ja, mir geht's wie immer. Dann, wenn jemand gefragt hat, und wie ist immer, dann war schon wieder doof. Guten Tag. Außer für Sashimi sollte man Fisch am besten braten. Versuch, gesund zu essen, um nicht krank zu werden. Ja, ich esse gesund. Ich esse Honig und McFlurries und Eis und Kinderpingui und Milchschnitte. Ich esse super gesund, keine Sorge. Tschüss. Tschüss, Martha. Ja. Hallo. Du kannst leicht an Körperkraft verlieren, wenn du ohne genügend Schlaf arbeitest. Pass also auf. In der Tat, das tue ich. Keine Sorge. Ich passe sehr auf mich auf. Jedenfalls hier im Spiel. In echt eigentlich auch. Auch wenn ich natürlich mit meinem Körper unzufrieden bin. Aber das ist halt bei Essgestörten nun mal der Fall. Da man lernt tatsächlich damit umzugehen, wenn man sich dieser Therapie annimmt. Das Problem ist wirklich, man muss sich der Therapie annehmen. Das heißt, man muss jemanden haben, dem man sich anvertraut. Sonst fängt man diese Therapie nicht an und dann ist eigentlich schon Geschichte. Also dann ist eigentlich schon Schicht im Schacht. Dann ist Therapie unmöglich, wenn man nicht jemanden hat, dem man sich anvertrauen kann. Das ist so die Sache. Immer. Ach ja. Ich schau mal hier gerade bei Raimi's Gent. Hier, wie kann Jamie denn so viel verdienen, wenn hier alles kaputt ist? Ich verstehe es nicht. Wie kann das sein? Ich wünschte, ich könnte hier drüber springen, aber... Nein, das war das Menü. Das war sehr schlau gerade. Naja, so funktioniert das also nicht. Ich frage mich, ob hier jetzt noch irgendwo neue Herbs sind. Mein Feld ist... Genau, das ist so. Ich frage mich nur trotzdem, warum einige Pflanzen schneller wachsen und andere langsamer. Moment, es gibt doch noch, wenn man hier unten lang reitet, ne? Da bin ich eigentlich selten. Hier oben reite ich doch häufiger mal lang.
Aber da unten, wenn man da noch lang geht, da gibt es ja... Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal da war mit euch. Das kann ich echt nicht sagen. Ach ja, da kann ich ja gar nicht mit... Okay, da muss ich wann anders dahin gehen. Da ist nämlich noch ein schöner See. Muss ich euch einfach mal zeigen. Ich glaube, da war ich halt, wie gesagt, mit euch noch nie. Der ist echt ganz schön. Ach ja, mit so einem Pferd über den Strand reiten ist sicher auch irgendwie cool, wenn man den Sand so aufwirbelt und die Sonne da am Firmament steht. Stelle ich mir romantisch vor. Also irgendwie ehrlich ganz schön. Ach ja, ach ja, ach ja. Immer so, so kleine Träume sind doch manchmal echt eine sehr schöne Sache. Und wenn man die dann tatsächlich umsetzen kann, ist ja auch toll. Hi Fyodor, mit dir habe ich noch nicht geredet. Wie geht es dir, mein Freund? Hey, guten Tag. Im Fernsehen und übrigens am Anschlagbrett hängen die gleichen Sachen wie immer aus. Das wollte ich dir nur mal sagen. Gehst du heim? Mach's gut. Jo, du machst auch gut. Nein, ich will nicht die Bürste rausholen. Ich will doch nur auf Dahlia reiten. Nein, ich will nicht die Bürste rausholen. Ich will auf Dahlia reiten. Spiel. Mach, was ich sage. Ha. So. Hier gibt's tatsächlich nichts. Also null Herbs. Die ich eigentlich gerne hätte. Hätte Fahrradkette. Aber die ich dann halt nicht kriege. Ich habe auch noch nie in diesem Let's Play geangelt, ne? Das ist auch interessant. Frage ich mich, muss ich eigentlich mal machen? Oh, das Streifenhörnchen. Na, Terry, wie geht's dir? Ich hoffe doch gut. Ich hoffe, everything's tutti in the frutti. Und meine Sprüche sind super. Hä, war ich eben schon 8 Minuten? Ich gucke ja manchmal immer rüber, ob da alles in Ordnung ist bei OBS. Und da steht jetzt gerade 6 Minuten 50. Und, ich meine, da stünde eben schon 8 Minuten, aber vielleicht auch nicht. Naja, habe ich mehr Zeit. Soll mich nicht stören. Finde ich ehrlich gesagt gut. Dann kann ich mehr mit euch spielen. So, dann einmal hier absteigen und du gehst wahrscheinlich von alleine wieder rein. Genau. Gefüttert habe ich wahrscheinlich in der Tat. Ja, habe ich alles. Ja, dann gucke ich nochmal kurz, wie es bei der... hier, 7 Herzen, wie immer. Dann, ich wünschte, die Tierliste wäre direkt da drunter. So, 2 Herzen, 1 Stern, 1 Herz. Herbst 5, prima. Moment, wann haben wir Snowcloud? Ja, 1 Sommer, aber steht da leider nicht genau wann. Aber es war ja relativ spät, das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis sie ausgewachsen ist. Aber ich kann euch ja jetzt eigentlich mal den See da unten zeigen, wenn wir jetzt hier gerade so viel Zeit haben. Ist ja eigentlich gar kein Problem. Gar kein Problem, würde ich da sagen. Nee. So, dann einmal hier lang. Hallo, See. Der friert im Winter übrigens auch zu. Also hier gibt es eigentlich nicht so viel zu sehen, außer dass hier einige wilde Tiere manchmal auftauchen, die man auch in der Stadt mitunter sieht. Kennt ihr ja sicher. Zum Beispiel der Waschbär oder so. Die können dann halt hier auch auftauchen. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch... Unkraut gibt es hier ja scheinbar nicht. Demnach gibt es hier wahrscheinlich auch keine anderen Pflanzen. Was ist da? Sternhügel. Ach ja, können wir da eigentlich auch so alleine hin? Muss ich mal schauen gerade. Ach ja, genau. Hier spielt dann immer... Hier spielt das Intro zum Beispiel. Hier geht man da ja lang. Ich wünschte, ich könnte jetzt aufrecht blicken, aber das kann man ja leider nicht. Das wäre eigentlich ganz schön, aber naja, so geht's nicht. Das heißt, ich werde wohl warten müssen, bis irgendwelche Events mal da passieren. Zum Beispiel ein Sternfest passiert da, glaube ich. Oder ein Mondscheinfest, meine ich auch, dass die da sind. Aber ich bin mir halt gerade auch nicht sicher. Und andere Events spielen da, glaube ich, auch. So, ich glaube, dann gehe ich jetzt mal hier so zurück in... Ach nee, ich muss ja hier drauf drücken. Das ist ja die 2. Die X-Taste. Erstmal richtig hinsetzen. Da knatsche ich dann gerade mit dem Stuhl. Es regnet, wir müssen nicht gießen. Welch Wunder. Das heißt, wir dürften aber mit Dahlia wahrscheinlich auch nicht reiten gehen, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. So, hier Herbst 1. Und dann mache ich mal hier noch Herbst 1 überschreiben. So. Also, wir haben nicht viel dabei, was wir Maria schenken können. Das ist eigentlich schlecht. Das heißt, da muss ich erstmal was holen. Ach ja. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal direkt zu den Tieren, weil unsere Pflanzen müssen wir ja nicht gießen. Aber wie ihr seht, tragen sie schon Blüten. Das heißt, sie sind bald erntereif, unsere Auberginen.
Das freut mich. Das finde ich gut. Das ist gut. Gut, gut. Gut, gut ist das. Würde wir sagen, in Russland. Ich kann keinen russischen Akzent. Der ist viel zu hart für meine Stimme. Meine Stimme ist echt nicht darauf ausgelegt. Oder? Ich kann echt nicht sprechen wie Russe. Nein, kann ich nicht. Ich versuch's immer gerne, aber ich kann's nicht. Weil ich finde, ja, also, ich muss zugeben, so ein richtig russischer Akzent, der klingt schon irgendwie heftig. Irgendwie cool. Habe ich ja schon mal erwähnt, ne? Habe ich schon mal drüber geredet, über Akzente, dass ich zum Beispiel auch einige japanische Akzente ziemlich cool finde. Naja, aber so ist das halt. So, dann einmal hier rein. Und dann einmal hier rein. So, und das eben noch auch hier rein. Ach ja, da habe ich immer dann so als Narzisst so kleine Minderwertigkeitsgefühle, wenn ich meine Stimme neben so einem Franz Kaufmann oder Till Hagen höre. Da denke ich dann immer, ach, na toll. Und du hast die Stimme. Aber naja, so ist es dann halt. Muss man sich irgendwie mit, oder muss ich mich irgendwie mit abfinden. Nach Regen kommt Sonnenschein, das heißt, nach einem Regen wird alles besser. Ja, möglicherweise. Bis später. Aber dann muss ich leider auch wieder gießen. Er hat wahrscheinlich immer noch keine neuen Möbel. Das sind wahrscheinlich alle Möbel, die er hat. Soll ich mir mal das Bett L prächtig kaufen? Ich kann mir ja eigentlich auch bald die Küche XL Marmor kaufen, ne? Schrank modern. Ich frage mich, wie Schrank modern aussieht. Wahrscheinlich so ähnlich wie Profi, so richtig kacke. Aber ich bin mir halt nicht sicher. 4000 kostet das aber auch. Welches Bett habe ich mir dann eigentlich... Habe ich mir modern gekauft oder welches Bett habe ich mir damals gekauft? Muss ich nochmal in der Möbelleiste nachschauen. Da haben wir ja zum Glück toll gelaunt und Dahlia ist auch toll gelaunt, genau. Da haben wir ja zum Glück unser Inventar im Haus, wo wir nachschauen können, wie das ist. So, und jetzt möchte ich sogar tatsächlich die Bürste rausholen und euch schön streicheln. So, ein bisschen vorsichtig, damit es nicht in die Augen geht. Und hier, da komme ich ja gar nicht erst an die Augen dran. So groß wie Dahlia ist. Ach ja. So, dann schaue ich nochmal eben von den Punkten her. Hier ist alles... Ja, sind 7. Ich muss manchmal ein bisschen kneistern. Meine Kontaktlinsen sind ein bisschen... Ja, ich habe die jetzt seit sehr früh drin, dann werden die ein bisschen trocken und dann sieht man so ein bisschen unscharf wieder. Also eigentlich das, was die Kontaktlinsen verhindern sollen. 3 Herzen haben wir bei Dahlia, aber bei Snowcloud immer noch nur 1. Das ist irgendwie doof. So, Zero hat 2 Herzen wie immer. Bei den Tieren dauert das echt lange mit den Herzen, ne? Habe ich so den Eindruck. Hier haben wir die Bücher, Gerichte, Gemüsesalat, Eier, Brot... Da. Wir haben doch jetzt auch diese Pilzsuppe, ne? Da, Mad gerade Snowcloud. Gekochtes Ei, heiße Milch, Kakao, Kräutertee, Kartoffelsuppe, Maissuppe, Tomatensuppe. Ach ja, Kürbissuppe, Pilzsuppe. Milch und Pilz. Ich weiß gar nicht, wer mag denn eigentlich Pilzsuppe? Vielleicht müssen wir uns das auch mal kaufen, falls wir mehr Ausdauer brauchen, ne? Das kann ja auch mal sein. Kürbiseintopf, Kartoffeleintopf, gekochter Spinat... Schnapper-Eintopf. Glasierte Karausche. Mit glasiert? Erdbeerkonfitüre. Gegrillte Sardine. Ja, gegrillter Fisch kenne ich schon eher. Maisbrot. Pizza. Oh, Pizza, schön. Wie macht man... Alter, braucht man viel. Tortenteig, Tomate, Käse, Zwiebel, Paprika, Mais. Aber das ist doch dann... das bringt einem doch dann sicher volles. Volles, oder? Ich muss mal eigentlich ein paar Gerichte da kaufen im... Oder so eine Torte, ist doch sicher auch richtig schwer. Nee, gar nicht. Tortenteig, Ei, Kastanie. Ach, dachte ich, wäre schwieriger. Ach ja, muss ich mal vielleicht in dem Gasthof auch mal wieder was kaufen. Damit ich ein bisschen was hab für Dingens. Hier für Energie, falls ich mal wieder welche brauche. Gebackene Yams, gebackene Kastanien, gebackener Mais. Interessant, interessant. Mondsteinhöhle. Ach ja, das waren ja unsere Stats. Also unsere Statistiken. So war das ja. So, mit Dahlia extra nicht rausgehen, weil es regnet. Hinterher wird sie noch krank und das wollen wir nicht. Das wäre nämlich äußerst blöd. Ich würde echt gerne irgendwas machen. Also so ein bisschen helfen. Sowas anbauen.
Aber können wir ja leider nicht. Kann ich den Stein hier hochheben? Nee, ich kann nicht mal den Stein hier hochheben. Das ist ja irgendwie blöd. Ist das jetzt jedes Jahr so? Das wäre ja irgendwie schade eigentlich. Also das fände ich traurig in irgendeiner Form. So. Ach ja, Duck hat hier ausgebaut, genau. Ach du Heilige, waren wir hier schon mal überhaupt? Ich meine ja. Oder waren wir... Nee, wir waren bei Duke, ne? Hier ist auf jeden Fall Gwen. Hey! Guten Morgen. Mir ist das Wetter nicht wahr? Es bedrückt mich richtig. Also ich finde Regen super toll. Heute hat es auch wieder ziemlich geregnet und es hat gestürmt, aber holla. Das fand ich eigentlich ziemlich toll. Das mag ich immer sehr gerne. Da fühle ich mich wohler, wesentlich wohler. Hier haben wir auf jeden Fall einige Sachen immer. Traubensoda oder 600 Meeresfrüchte-Pizza, 780 Gold. Naja, wenn wir irgendwann genug Gold haben sollten, dann wäre das ja gar kein Problem, aber momentan ist das halt nicht so gut. So, ich schaue mir mal die Zimmer hier an. Hier haben wir auf jeden Fall ein Sofa mit einem Tisch. Ich bräuchte eigentlich auch mal ein zweites Sofa, das wäre irgendwie ganz cool. Der Gourmet ist hier. Hallo, es regnet. Bis bald. Ich mag den Gourmet nicht. Ich mochte ihn seit jeher nicht. Ich fand den irgendwie unsympathisch. Der war so, der wirkte immer so eingebildet und so pseudo-sarkastisch und alles. Und das, das mochte ich gar nicht. Warum hat man einen eigenen fetten Kühlschrank hier drin? Naja, kann ich auch sowieso nicht dran gehen. Soll mich nicht stören. Naja, aber ist ja eigentlich schön, dass er hier was draus gemacht hat. Auch wenn ich die Farbgebung her nicht so ganz so dolle finde. Die finde ich, aber naja. Es soll mich nicht stören. So dieses leicht grünliche fand ich jetzt nicht so dolle. Aber hey. Was macht Jamie eigentlich wieder da ganz unten? Am Strand. Das ist ja irgendwie häufiger, ne? Nun, denn ich habe natürlich nichts für Maria mit. Weswegen ich mir jetzt erstmal Spinat kaufen muss. Dann hätte ich ihn auch eigentlich gleich kochen können. Aber das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Ach ja. Also, nachdem ich ihn gekauft habe, natürlich. Weil, aber ich will jetzt nicht nochmal extra nach oben rennen. Das fände ich irgendwie blöd. Ich bräuchte einmal den Spinat. Hier, Los Spinatos. Und nochmal Los Spinatos. Echt 200 pro Stück, das ist unfassbar. Aber naja, wie viel kostet der denn normal? Also wie viel, wenn wir den verkaufen? Dann kostet der, kriegen wir 260 dafür. Das ist cool. Ach ja. So, okay. Aber ich bin mir sicher, im Moment doch, es gibt eine Möglichkeit, wie man aus einem Geldbetrag mehr Geld machen kann, indem man mit den Eiern, also Eier auf eine bestimmte Weise kocht und die dann verkauft, dann kriegt man mehr Geld, als man momentan hat. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, aber das dauert mir zum einen zu lange und zum anderen ist das, finde ich, so ein komisches... Ich weiß nicht, ob die Leute bei Nintendo das bedacht haben, aber ich finde, das ist so ein bisschen Bug-Using und das ist... Aber es ist auch wirklich kein angenehmes Bug-Using, weil ganz ehrlich, ihr wisst, wie lange es dauert, bis man ein Ei gekocht hat. Und das dann nochmal kochen und dann verkaufen, das ist keine Freude. Das macht keiner freiwillig. Also das, was man da an Geld kriegt, das kann man auch woanders her. Hier bitte, Maria, leider diesmal ungekocht. Oh, das ist so zuvorkommen. Vielen Dank. Ja, ich hatte leider keine Zeit, es zu kochen. Guten Tag. Regen fällt zur Erde und kehrt durch Flüsse und das Meer in den Himmel zurück. Die Natur ist wunderbar. Na dann, bis später. Bis später, Maria. Aber schön, dich wieder gesehen zu haben heute. Wir sehen uns dann morgen. Wenn morgen alles vom Wetter her tutti sein sollte und wir nach draußen gehen können. Das ist ja auch nie garantiert. Guaranteed is not super English hier. You know? Ich will eigentlich mal gerade... Ach ja, ich muss ja noch zu Martha und so. Das vergesse ich fast immer. Das ist eigentlich relativ doof, weil hinterher kriege ich dann Herzen abgezogen. Das wäre insofern blöd. Guten Tag. Oje, was tust du denn im Regen? Tschüss. Im Regen ist gut muntern, oder... Nee, im Dunkeln ist gut muntern. Ich weiß nicht, wie der Spruch... Ja. Hallo. An Regentagen werde ich müde. Ja. Lange aufzubleiben ist schlecht für den Körper. Also er weiß schon echt hier die ganzen Tricks des Spiels, wie man hier möglichst fit bleibt. No smoking. Das ist ja, ist mir das schon mal aufgefallen? Ich weiß es nicht. Das ist ja witzig. No smoking. Hey, no smoking. Hey, you. No smoking. Eye chart.
Ach ja, finde ich irgendwie ganz süß, mit welchem Detailreichtum die Sachen hier eingerichtet wurden. Ich habe den Maulwurf wieder gehört, aber der soll da jetzt einfach mal gerade Maulwurf sein. Irgendwo hier, genau, hier ist doch die Gaststätte abgeschlossen. Von wann bis wann hat die denn eigentlich auf? Von 18 Uhr bis 5 Uhr. Ach so, dienstags und feiertags geschlossen. Wir haben aber Sonntag. Sonntag, gilt das als Feiertag? Eigentlich nicht, ne? Nein, Sonntag gilt nicht als Feiertag. Ich hätte gerne wieder ein paar Herbs eigentlich, weil ich die verkaufen möchte. Ohne, dass ich sie halt selbst anpflanzen muss. Das fände ich irgendwie ganz, ganz geckig, ganz cool. Aber ich glaube, dass da werde ich nicht fündig gerade. Ist das Problem? Nee, scheinbar nicht. No, schade. Naja, dann geht's jetzt erstmal nach oben gerade ein bisschen kochen. Los Cojos. Bei McDonald's, ne? Die Los Cojos. Haha. So, hier, ich habe ja ordentlich Spinat. So, gekochter Spinat. Hier, ihr merkt ja, wie lange das dauert, was zu kochen. Das macht keiner freiwillig für 20 Gold zusätzlich pro Ding. Das macht keiner freiwillig. Das kann mir da ehrlich keiner erzählen. Ach ja, so, dann noch einmal einen weiteren Spinat da rein. Ich frage mich, ob man eigentlich auch mit dem Messerblock was machen kann. So geschnippelter Spinat, also so ein Salat in der Richtung. Würde mich halt interessieren, aber ich glaube eher weniger. Und selbst wenn, ist ja auch nicht so wichtig. So, und dann nochmal das hier reinwerfen. Ich habe mich extrem lange nicht mehr im Let's Play weggedreht, um zu husten, ne? Vielleicht ist mein Hals gesünder geworden, mache ich was anders? Nein, mache ich nicht. Vielleicht, weil ich täglich... Nö, fällt mir nichts ein. Ich mache nichts täglich irgendwie groß. Deswegen ist das eher so nur eine Erscheinung wahrscheinlich. Okay, das dann einmal so. Ja, das kann ich eigentlich auch schon gleich noch verkaufen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen. Ihr seht dann auch nochmal eben primär, wie ich hier speichere. Das ist ja auch wichtig. So, Herbst 1 speichere ich und den Herbst 4 speichere ich. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.